Reichweite generieren. Das ist die große Herausforderung für alle Unternehmen, die online aktiv sein wollen. Aber was ist Reichweite eigentlich genau? Und wie entsteht sie? Und vor allen Dingen, wie generiert man sie in der Zielgruppe, die für das Unternehmen überhaupt interessant ist? Das ist die große Frage. Das möchte ich Ihnen gerne in dieser Video-Lecture Schritt für Schritt erklären. Sie wird 3 Teile haben, damit die Dateigröße nicht zu gewaltig zum Hochladen auf die Plattform wird. Teil 1, wie Sie es auch schon von mir gewohnt sind, möchte ich Ihnen das an einem realen Case aus meiner Beratungspraxis zeigen. Das ist die Idee, muss ich sagen, Unternehmen kann ich nicht sagen, aber die Idee Benefitory. Was ist Benefitory? Das ist der Versuch, ältere Zielgruppen online zu erreichen. Ältere Zielgruppen heißt in diesem Fall Leute, die dabei sind, so ihr Arbeitsleben abzuschließen. In Amerika würde man sagen Retired People, aber auch die schon so davor sind, ne, ich sag mal so ab 55, 60, 65, also ihre Großelterngeneration. Da gibt es ja auch sehr viele, die sehr, sehr aktiv sind, über die nötigen Mittel verfügen, gerne lustige Dinge machen, E-Bike fahren zum Beispiel, reisen. Und das auch auf entsprechenden Plattformen dann posten, wie man das immer so schön jetzt gerade auf Facebook bewundern kann, wie diese Zielgruppe da performt. Ja, Benefitory ist, wie Sie hier schon sehen können, stark Content getrieben. Es geht darum, in Stories Lust zu machen auf Themen. Wir haben hier unterschiedliche Reiter. Unter dem Logo sehen Sie die Job und Geld, nicht? Auch in reiferem Alter ein großes Thema, besonders wenn es ausgeht. Aber das will man natürlich verhindern. Und das Megathema Fit und Gesundheit. Abenteuer und Reisen natürlich, wie schon angesprochen, Food und Genuss und, das habe ich auch erst später lernen müssen, Partnerschaft und Liebe ist ein wichtiges Thema, auch in dieser Altersklasse. Und natürlich Hobbys, da hat man ja genügend Zeit für dann, und Lifestyle. Das sind so die großen Rubriken für Content-Angebote. Sie merken schon, diese Plattform versucht, über Content ihre Zielgruppe anzusprechen. Hier sehen Sie schon mal so die Teaser von einigen Themen. Ne? Gesundheit, Segeln, Reise. Nicht? Aber Haustiere auch. Gourmet-Küche, was tun, wenn der Rücken schmerzt? Na, so. Ja, das ist so die Bandbreite. Hier sehen Sie die Themenrubriken nochmal im Überblick, wie sie auf der Plattform angesteuert werden können von der Zielgruppe. Nicht, wenn man darauf klickt, also hier haben wir eben Job und Geld, dann sieht man die ganzen Themen, die da drunter sind und kann sich dann für eins entscheiden. Und, ne, also da geht so ein Blog auf, das kennen Sie ja, diese Mechanik. Nicht?
Job, ja, warum Job? Man ist, da wird das doch eigentlich beendet, so die Karriere. Ja, die erste Karriere wird beendet, aber das heißt nicht, dass die Leute dann nicht mehr aktiv sind. Bei uns ist das noch nicht so ausgeprägt, in Deutschland, Europa, in Amerika schon. Man spricht da von Second Job, nicht? Oder Second Career, nicht? Also die zweite Karriere, die, wenn man die erste, was weiß ich, als Manager in einem großen Konzern irgendwie erfolgreich absolviert hat, ohne rausgeschmissen worden zu sein oder nicht zu häufig zumindest, dann, ja, nicht? Dann entdecken viele nochmal Jobs, die viel mehr vielleicht ihrer Leidenschaft entsprechen. Die werden dann Ökofarmer oder Skipper und oder auch Bike Guide und zeigen Touristen ihre Umgebung oder ihre Heimat. Ne? Das ist das Thema in USA, bei uns noch, wie gesagt, noch nicht so stark, aber da soll eben auch diese Plattform so ein bisschen Vorreiter sein und da Lust drauf machen. Ja, das nächste ist natürlich Fitness und Gesundheit, ja, ne? Wenn es zieht und Rückenschmerzen, ja, eins der Megathemen, was kann man dagegen machen und natürlich abnehmen und überhaupt sich fit bleiben und bis hin zu vielleicht sogar auch Schönheitsoperationen, die da irgendwie nochmal ein Thema werden, ne? Keine Haare mehr und so. Sie verstehen das ganze Spiel, kennen das natürlich. Und Abenteuer und Reisen, nicht? Wohnmobil habe ich auch lernen müssen. Ein Riesenthema in der Zielgruppe. Wohnmobil habe ich völlig unterschätzt. Ich dachte, die lümmeln alle nur auf Kreuzfahrtschiffen rum. Nein, nein, nein. Riesig, ne? Mit dem Wohnmobil und dann, ne, mit Schatzi auf die große Reise gehen und irgendwo, wo es warm ist, überwintern. Na, also. Und Food und Genuss, gesund ernähren, lecker Weinchen trinken. Tolle Spitzenköche mit interessanten Angeboten. Das ist so die Range. Partnerschaft, Gesundheit hier so. Ne? Sie sehen. Ja, nicht? Also Einsamkeit, ein Thema. Was macht man dagegen? Helfen einem da Online-Dating-Plattformen oder ist das alles Bullshit in dem Alter? Und ja, last but not least, Hobby und Gesundheit, ne? Oldtimer sammeln, aber Kunst sehr, sehr stark in dieser Zielgruppe. Wie gesagt, die hat Kohle, ne? Diese Zielgruppe, die hier angesprochen werden soll, die ist nicht von Armut betroffen, nicht? Sondern die kann das auch in vollem Zuge genießen, das letzte Lebensdrittel oder wie man das auch immer charmant formulieren will, einrichten, Interior. Uhren und Schmuck natürlich ein Thema und Sailing, nicht? Das sind so die großen Themenwelten. Ich möchte Ihnen auch nochmal zeigen, wie ein Artikel aufgebaut ist, nicht? Also hier wandern, ich habe es auch völlig unterschätzt. In der Zielgruppe ein sehr großes Thema, nicht? Das kann man ja alles rauskriegen, nicht? Wie solche Themenbereiche performen in der Zielgruppe, wie man sowas rauskriegt, dazu kommen wir noch. Klassischer Aufbau, nicht? Wie ein Content-Blog, schönes Bild, Anleser, dann Zwischenüberschriften. Alles natürlich Suchmaschinen optimiert, aber dazu kommen wir auch noch. Und rechts eben weitere Themen aus der Kategorie und natürlich eine Navigation. Hinzu kommt noch eine Besonderheit. Es gibt einen extra Themenbereich, der nicht freigeschaltet ist von vornherein, sondern sogenannter Premium-Content. Da muss man eben Mitglied sein. Nicht, reicht schon eine kostenlose Anmeldung bei
Benefiterie und dann kann man den nutzen, sinnvolle Checklisten, manchmal auch eine tolle Linksammlung bei Reise oder was muss dringend in die Reiseapotheke und so. Einfach solche Add-ons, die im Ratgeberbereich sind und sehr hilfreich sind. Nicht? Hier sehen Sie es nochmal mit dem Premium-Content. Aber das ist der ganze Content-Bereich, der Teaser sozusagen, der Leute auf diese Plattform locken soll. Das Geschäftsmodell ist ein wenig anders. Nur mit kostenlosem Content kann man sich nicht finanzieren. Das ist jedem klar. Es muss auch immer ein Businessmodell dahinter geben. Ja, wie sieht das aus? Benefitory Member Club. Member Club, das ist schon mal so ein Hinweis darauf, worum es hier geht. Es gibt Premium-Partner, Unternehmen, die zu dieser Zielgruppe passen. Na, da sehen Sie natürlich auch Hörgeräteanbieter, tja, aber auch Leihwagenfirmen, Convenience Food wie Marley Spoon, Startup und Neuwagen kaufen, meinauto.de, Gmondo, nicht? Also Fitness und so weiter und so weiter, die Rabatte geben. Nicht? Also das ist der Member Club ist eben eine Plattform, die gibt es ja auch solo, nicht? So Rabattplattformen gibt es ja eine ganze Menge. Nicht? Da geht man drauf und kann sich da Rabatte ziehen. Gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, nicht? Als Gutscheinseiten 5 € Rabatt, aber gibt es auch sehr, sehr hochwertig. Das ist so eine Mischung, ne? Eine Mischung aus Content-Plattform und Rabattplattform. Die kann man nur nutzen, wenn man Mitglied ist. Hier sehen Sie drei Karten. Die blaue ist die Standard, nicht? Am Anfang kostenlos, später kostet sie auch ein bisschen was. Lotsen möchte man die Leute natürlich auf die Goldcard, die Sie sehen es eben auch schon einen vernünftigen Obolus erfordert. Und wenn kann man sich leicht ausrechnen, wie viele Leute man braucht, dass da eben ein vernünftiger Income bei rauskommt. Die Platin-Card, das ist eher eine Sache, das werden nicht so viele Leute freiwillig abstimmen, die verleiht man. Nicht, wenn man prominente Mitglieder davon haben kann, denen gibt man dann die Platin-Card. Ja, das ist klassisches Member Club Marketing und das finden Sie auch in vielen anderen Member Clubs. Ja, nicht, das ist so eine kurze Erklärung des ganzen Cases, nicht? Ein realer Case wurde tatsächlich entwickelt von einer Investorengemeinschaft, die dachte, Mensch, gerade wo jetzt sowas, früher gab es ein Magazin, das genau diese Zielgruppe erreicht hat, Reader's Digest, vielleicht kennen das einige von Ihnen noch von Ihren Großeltern, nicht? Also war sie sehr stark in der Zielgruppe, ist immer mehr Schwierigkeiten kommt auch dieses Printthema dazu. Jetzt praktisch keine große Bedeutung mehr. Aber es gibt in Amerika einen großen Club, den zeige ich Ihnen noch. Nicht? American Association for Retired People. Die haben das genau, nicht? Also die haben spannende Ratgeberthemen, aber eben auch ganz viele Vorteile. Nicht? Und dafür lohnt sich eben es da, das ist so ein ADAC für Retired People. Da eben Mitglied zu werden und dann kann man das Ganze